So, hallo von uns und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus meinem Leben mit 5 Kaninchen in der Wohnung. Eigentlich könnte ich jetzt schon wieder Tschüss sagen, wir haben nämlich schon Abend. Ich habe zwar heute während des Tages etwas für euch gefilmt, aber ich habe euch noch nicht begrüßt, deswegen jetzt erstmal Hallo. Und ich hatte heute auch schon Essigessenz im Auge. Das hat etwas gebrannt. Ich glaube, die Babys haben einen neuen Lieblingsplatz. Der Hocker steht jetzt nämlich hier. Und jetzt sitzen auf einmal alle unter dem Hocker. So, Schätze, ihr dürft jetzt noch mal hüpfen, okay? Ich bin schon wieder am Tüpfen und zwar habe ich überlegt, dass ich hier diese Platte reinklebe, weil ich ja meistens gekippt habe. Eigentlich habe ich die Tür ja zu, aber durch Erik muss die Tür ja jetzt immer offen sein. Ich hatte ja eigentlich auch schon diesen Luftzugschutz unten an die Tür gemacht, damit es vielleicht hier nicht so hinzieht. War meine Vermutung, aber dadurch, dass ich die Tür jetzt immer offen haben muss, bringt der Luftzugschutz natürlich nichts. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache hier die Platte. Dann kann ich die je nach Bedarf vor und zurückschieben. Und dann kann ich die bis hier hinschieben. Dann kann der Erik über die Schüssel hier ins Schlafzimmer. Und wenn die anderen aber hier sitzen, müssten sie eigentlich trotzdem von der Zugluft geschützt sein. Wobei ich weiß nicht mehr, ob das Zugluft ist, weil die Fenster sind ja in einer Reihe. Aber wenn aus dem Schlafzimmer vielleicht kalte Luft kommt und dann hier hinweht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir die Idee jetzt gekommen und das ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn ich es nicht brauche, dann kann ich es komplett wegschieben. Ich habe nämlich überlegt, wie kommt es, dass auf einmal Holly immer Schnupfen hat. Seitdem ich eigentlich alles so umgestellt habe und seitdem sind sie eben hier an der Tür. Und dann habe ich ja erst unten diesen Luftzugschutz gemacht, weil ich dachte, vielleicht zieht es von der Tür unten durch. Aber durch Erde geht es ja nicht. Und ja, jetzt mache ich es mit der Platte. Weil früher hatten die nie Schnupfen. Und jetzt ständig. Also Holly vor allen Dingen. Und das ist schon irgendwie seltsam. Und draußen waren sie immer. Auch immer. Und ich passe es halt je nach Temperatur an. Babys sind übrigens gerade auch draußen. Bis auf die Emmy, die ist im Schlafzimmer unterm Bett. Ganz alleine. Und ja, ich bin wieder ein bisschen am Überlegen und Tüfteln. Ich habe jetzt doch wieder die Schüssel dahin, beziehungsweise eine andere. Ich und meine Schüsseln. Man muss sich immer irgendwie nach den Bedürfnissen von den Kaninchen richten. Und die Kaninchen bestimmen quasi, wo die Toiletten stehen. Deswegen bin ich da am Überlegen. Aber es ist jetzt schon ein bisschen arg voll und viel wieder schwierig, diese Toilettensituation hier. Erik, jetzt musst du dich einen Moment gedulden. Babys sind ganz aufgeregt, müssen alles erkunden. Einen Moment musst du dich gedulden. Ich putze jetzt nämlich im Schlafzimmer. Holly kümmert sich wieder rührend. Erik ist schon ganz aufgeregt, weil sein Schlafzimmer zu ist. Jetzt möchte ich mal schauen, ob er es checkt. Schau mal, Erik. Schau mal. Da. Genau. Und jetzt kannst du rein. Prima. Lotte, schaffst du es auch? Genau. Prima! Ja, ihr seid ja großartig. Ich bin Wiese pflücken und die Grillen zirpen und die Vögel zwitschern. Richtig schön. So true.
hat da unterbrasselt, da hat man ja nichts gesehen. Stell dich mal in die Mitte. Ja, und dann habe ich nur aufgekommen. Ach, schau mal her. Das ist eine Leute der Natur. So, ich mache ein Foto. Ja. Babys mussten wieder einmal im Bad schauen, ob alles okay ist nach der Hüpfenszeit. Holly hat sich ganz schrecklich erschreckt und kam rein gehüpft. Und jetzt, wo ihre Familie aber auch wieder mit drin ist, ist alles gut. Nur die Lotte ist noch draußen. Jetzt holen wir die Lotte und dann gibt's Abendessen. Da ist unser Lottchen. Schatzi, wo gehst du hin? Lotte möchte noch nicht rein. So, prima. Alle Babys drin. Wer klopft denn da Alarm? Ui. Ui, Lotte, so ein schönes Männchen. Super. Prima. Ganz toll. Super. Mensch, die Kamera, wenn die nicht scharf stellt. Prima. So, gibt's Bananenbrei für die Babys. Wartet mal. Ja, das ist genau. Guten Appetit. So, der Erik ist auch aus dem Schlafzimmer gekommen. Jetzt ist er das von Bruno. Schau mal, da ist ein Riesenberg, Erik. Ein so Riesenberg. Schau mal, Bruno, willst du unter dem Ding essen? Das ist doch toll, oder? Das ist toll. Super. Das schmeckt, hm? Ja, das ist fein. Ich glaube, da fühlt sich der Bruno ein bisschen geschützter mit dem Dach über seinem Kopf. Super, das ist gerade Bärenklau, den er isst. Ich habe nämlich miesen Bärenklau gefunden. Zum Abendessen gibt es heute bei mir kalt gewordenen Kartoffelbrei mittlerweile und Spargel. Guten Appetit! Okay, dann bis morgen um 19 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.